Wenn irgendjemand hier vorbeikommt und super fucking spooky, dann ziehen wir direkt durch. Einmal knallt da hinten einfach. Bruder, das ist giga-creepy hier gerade. Also, Trimax hat abgesagt, weil er macht morgen eine Rollertour, Digga. Der macht morgen... Das wusste er nicht vor zwei Tagen, doch, oder das wie? Das wusste er, aber... Das ist so typisch Max, Digga. Boah, mein ganzes Team ist sauer, dass ich mich heute mit dir treffen will. Ich muss zum Friseur, dann muss ich halt immer mit so Atemanstrichen durch so... Bro. Ja, machen wir, wenn du dann zurück bist, ist auch kein Problem. Monte hat sich noch nicht gemeldet, keine Ahnung, ich werde ihm gleich nochmal schreiben. So wie es aussieht, kicken wir Hamburg aus dem Plan raus. Das ist aber nicht schlimm, weil... Und jetzt kommt's. Oh, nee, Kevin, jetzt habe ich für dich eine Opportunity of a Lifetime, Alter. Oh nee, Digga. Wir könnten heute nach Rostock kicken, Van, und nehmen dann heute Nachmittag oder heute Abend die Fähre und fahren rüber direkt nach Schweden. Und dann von Malmö oder Kopenhagen dir einen Flug gucken und zurück nach Berlin. Digga, das ist so unnötig. Nein. Hört sich witzig an, lass mal. Wir fahren von Berlin, ja, wo wir quasi gerade sind, nach Rostock. So, wie wird Rostock geschrieben? Nach Rostock fahren wir Kopenhagen Flughafen. Und jetzt kommt's, Bro. Kopenhagen Flughafen ist nämlich direkt an der Brücke, wo wir nach Schweden übersetzen. Tschüss. Und dann setze ich mich in Kopenhagen ab und ich fliege zurück. Ficken direkt nach Schweden geil rein und du fliegst nach Hause. Und pass auf. Mega. Scheiß auf Trimax, scheiß auf Monte, Alter. Wir haben hier den erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamer sitzen. Wir fahren dann nach Drobi oder hier so an Strand einfach und campen dann an hier. An Strand einfach. Hier so off-grid, weißt du? Also mit diesem Van einfach auf den Strand. Ja, das kann der, glaube ich. Relativ früh fahren wir dich eine Stunde nach Kopenhagen zum Flughafen. Wir fahren auf die Brücke nach Malmö, machen den hier und fahren nach Schweden und du fliegst nach Hause. Absoluter Scheißplan, lass nicht machen. Hier Ostkreuz. Wir sind ja gerade am Ostkreuz und ja, Flo bei dem Laden hier. Okay, chillig, Digga, nice. Wir haben gerade die ganze Karte bestellt. Weil, stimmt, du zahlst ja sogar, weil ich ja gestern bezahlt habe. Bruder, ich muss leider jetzt schon zu Hause dienen. Ja, stell mal auch zu mir. Okay, mit welchem Getränk stoßt du an, Sebastian? Auf einen guten Trip, wa? Das ist ein guter. Okay, weirder Fleck. Alge, Alge, Alge. Kann man sich so hart gönnen, Alter. Holy shit. Kevin, ehrlich, danke für deine freiwillige Einladung hier zum Frühstück. Ja, ja, mega, Bro. Dass wir nicht viel gegessen haben, oder, Bro? Hey, wir haben es geschafft, Mann. Kevin ist now on board. Moin, Meister. Und fällt das auch spontan, was ich sehr korrekt finde, mit. Er denkt, wir lassen ihn am Flughafen raus. Was Kevin aber gar nicht weiß, ist, dass wir eigentlich über die polnische Grenze fahren, um seine Organe zu verkaufen. Nice, chillig. Weiß halt nur noch nicht, ob die so viel wert sind bei deiner Lebensweise, Bro, wenn ich ehrlich bin. Jetzt würde ich so den ganzen Tag koksen. Wir fahren jetzt nach Rostock, hinten da die Fähre, sind ungefähr in 3 Stunden hoffentlich da, so 3,5. Wenn wir sogar ein bisschen früher da sind, können wir vielleicht sogar gucken, ob wir im Abzwischen die Fähre gehen, nach 20 Uhr. Was ziemlich tight wäre, weil wir da ein bisschen früher in Dänemark sind. Ergo, wir können früher uns einen geilen Spot zum Campen suchen. Ergo. Ergo einfach. Kevin hat ein sehr erfolgreiches Business-Meeting, ist um ein paar tausend Euro reicher. Das freut uns alle. Wir fahren nach Dänemark. Bis gleich. Dein Hund riecht ein bisschen nach Kamm. Er hat tatsächlich Haarlinge gehabt. Das ist so ein Parasit, der super schädlich ist für einen Menschen, wenn man den Hund auf den Knien hat. Was soll denn das? Ganz ehrlich, die Frauen haben sich mega gewohnt. Die Karre ist locker 20.000 Mehrwert jetzt. Das ist absolut Profit hier. Big Stones Moment. Hey Jungs, zieht eure Masken an, zieht eure Masken an. Das ist ein 5G-Turm, das ist ein 5G-Turm. Da kommt Corona raus. Zieht die Masken an. Bro, wir sterben hier. Was ist das für eine Straße? Holy shit. Oh. Holy shit. Jetzt kommt wieder normal. Wo droppen wir, Jungs? Jungs, Poschinki hier links. Schule? Bruder, einfach bei Schule gedroppt. Ja. Guck mal, wie das aussieht. Wie geil. Bruder, es ist halt einfach fucking Brandenburg. Digga, was ist das für ein Netto? Bist du los? Das ist Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Mecklenburg. Oh, Digga, was für Schiffe hier. Mashallah, Digga. Das ist noch ein Träumchen. Ich wusste gerade bei jedem Schritt. Luxus. Geil. Oder, Digga. Wir gucken kurz, ob Revi fertig ist. Wegen dem hier mal nicht. Wegen Wickel, ne? Ach, Gott, Digga. Komm, scheiß drauf, Digga. Try not to hold me down. Ja, Bro, wir sind nicht ganz vorne, wir sind ganz hinten, was raus an, was raus. Ja, sollen wir rückwärts rausfahren, oder was? Nee, Digga. Komm, Kevin. Ich hab noch nie an so einem Automaten irgendwas gemacht, ne? Hast du die dänischen Kronen, wo ich dir gesagt habe? Nein. Ich hab gesagt, du sollst 10.000 Euro in dänische Kronen wetten, damit wir zocken können. Scheiße, Digga, Bro, sorry. Wir wollen Casino-Stream machen, vom Schiff aus. Holy Macaroni, Digga, wie geil ist denn dit? Das ist Lakritz, ne? Aber... Oh, Lakritz ist wirklich krass. Das sind die geilen, Junge. Niemand mag Lakritz, Alter, legit. 18 Euro für einen Liter. Sollen wir jeder eine trinken jetzt? Auf Ex. Bro, probier eins. Ist das Marzipan, oder? Mhm.
Nee, oder? Lakritz. Das ist Lakritz, oder? Das ist Power Lakritz, Bro. Ja. Bro, das ist so unnormal geil, Alter. Ich liebe sowas, ja, ne? Ich hab meine Jacke falsch rum. Es fühlt sich einfach an, als wenn wir in so einem Videospiel oder so. Das ist so geil, Alter. Aber Kani liebt es richtig. Da oben ist Shisha Bar. Digga, so asozial einfach. Wenn ihr ein exklusives Element sehen wollt, wie wir einkaufen gewesen sind bei Kevin, wir haben den Dorfreben auseinandergenommen. Ich sag's dir. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach wieder, wenn wir irgendwie richtig planlos, nervös, verplant nach einem Spot suchen, wo wir übernachten. Das ist fucking Trials Evolution. Ich beschleunige. 3, 2, 1. Die Scheibe ist. Ah, Digga, ich hab zurück falsche Knopf gedrückt, nur Scheibenwäsche. Nee, ich find's gut. Ich find's gut, Digga. Ich guck einfach nicht mehr nach draußen, dann geht das. Digga, es ist mies kalt. Wo läufst du hin? Alter, Bro. Alter, guck mal hoch. Oh, Bruder. Oh, Junge. Alter. Man kann einfach Sterne sehen. Ey, jetzt hier grillen, vorne ein kleines Feuer machen, ein bisschen am Strand chillen. Was sagt ihr? Ja, hier ist direkt das Meer. Hä? Hier ist Meer. Das ist so dunkel, ich sehe überhaupt nichts. Oha, sick. Akali pisst ins Meer, ja! Okay, Jungs, lasst uns nebenan den Grill aufbauen, kommt. Ich werf den Aal mal an jetzt hier. Ich kann schwören, Bro. So, der Aal. Wenn irgendjemand hier vorbeikommt und super fucking spooky ist, dann ziehen wir direkt durch. Wow, wo bist du, Bro, Alter? Ja, Digga, super chillig. Hey, und alle Kinder hier, wir sind hier übrigens. Digga, ist echt nicht auffällig. Das Baby läuft. Digga, da kommen irgendwelche Tiere raus. Ja, lass die essen, komm, wir müssen überleben. Lass die Tiere essen. Oder wir haben den kompletten Kühlschrank voll. Ja, ich wollte sagen, wir müssen die Insekten essen. Ja, wir können doch einfach den Kühlschrank da nehmen. Digga, wieso haben wir diesen Billo-Grill von denen genommen? Ich fühle mich jetzt nicht, der Grill ist jetzt ready. Was für Wildschweine? Ich hab gesagt Wild. Hör auf, wie hat das Wildschwein zu sagen? Ich hab Angst davor gesagt. Hör auf, Wildschwein zu Wenn sagen. Wenn man dreimal Wildschwein sagt, dann stehen Wildschwein hinter dir. Tobi, fuck mal nicht ab, Alter, wirklich. Real Talk. Wütiger. Mal von früher. Der Grill bringt. Köftespieß. Flex, Köftespieß, Mashallah, Baby. Hey, ja. Hört ihr das? Stell dich mal hinter mich. Hey, ja. Okay. Wedel mal und sprich da rein. Hey, das ist übersick. Wir werden heute Abend wahrscheinlich safe, also ich sag's euch so wie es ist, werden hier Wildschweine auftauchen und den Müll fressen. Das ist Real Talk. Ich setz mich aufs Dach mit Pfeil und Bogen. Ey, ich kann hier nicht noch mehr drauflegen. Dieser Grill ist wirklich so fucking instabil wie Kevins Twitch-Karriere momentan, Alter. Oha, er macht den. Ich hoffe mal, wir dürfen hier grillen, aber passt natürlich auch, dass nichts passiert. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Tag. Daddy, bist du zufrieden, Bro? Ja, ich bin überlecker. Perfekt, Digga. Dann würde ich sagen, war's an der Stelle. Ich schwöre es euch, wahrscheinlich werden wir heute Nacht nochmal einen Take machen, weil da vorne ist direkt die Mülltonne und ich weiß ja, dass Wildschweine übertrieben auf sowas abgehen und hier ist halt sehr, da ist halt das Meer, hier ist ein Wald. Who knows what's happening? Vielleicht werden wir heute Nacht noch umgebracht, dann filmen wir das safe auf. Peace out, ciao. Holy shit. Leo. Ey, das ist insane. Es hat gerade Akani aus. Ey, es hat gerade hier so über. Wir waren so gerade alle so am Chillen. So rumgejoggt. Akani. Oh. Mega gechillte Stimmung und auf einmal knallt da hinten einfach. Aber brutal. Bruder, es war so, als würde, hätte man so einen richtig fetten Böller in so die Kanalisation gepackt. Weißt oder du, so eine Bombe einfach, Digga. Ja, man, ey, oder ihr so. Merkt gerade, der Hund ist gerade über am Trippen, Alter. Holy fucking shit, wir hatten gerade so rumgejoked, so haha. Ich hab gesagt, was würdet ihr machen, wenn ich jetzt einfach einen Kopfschuss bekomme? Bro, und dann auf einmal es knallt. Bro, und dann, Digga, von da von. Bro, von da was kam es, ne? Das? Ey, wir sind alle direkt aufgesprungen, Kamera. Digga, ihr müsst euch vorstellen, vor fucking 2 Minuten war einfach hier die Baba-Stimmung. Wir haben übel gelacht, die sind Jokes gemacht. Aber kann ich schon immer unruhig. Oh, hat mich eine Mücke angegriffen. Ey, Jungs, es tut mir leid. Okay, lass uns einfach jetzt Sachen schnell essen und dann ins Auto. Ich jetzt gar nicht, Digga, ich schlafe jetzt. Okay, lass uns einfach. Also, Bruder, das ist giga-creepy hier gerade. Wenn wir, ich glaube, Real Talk, das war ein Griefer. Das war abgegrieft. Ein Griefer. Ey, stell dir mal vor, da kommt jetzt die Straße entlang und zieht so eine Axt über die Straße und die quietscht, Digga. Oder dann Tobi, was soll das, Digga? Digga, Tobi, das hilft gerade wirklich null. Alter, stellt euch nur vor, Digga. Das muss ja nicht sein. Aber dem seine Axt ist so klein, der hat so eine Axt. So, der hat so eine kleine Axt. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me.
Nice Cork.